In unserem Online-Findmittel Scope Query erhalten Sie Informationen zu allen Beständen des Staatsarchivs Hamburg. Neben allgemeinen Informationen zum jeweiligen Bestand, wie beispielsweise zur Geschichte des Bestandsbildners, zu vorhandenen Findmitteln und zur Zugänglichkeit, sind auch Verzeichnungsangaben zu einzelnen Akten recherchierbar. Um es Ihnen zu ermöglichen, jederzeit und ortsunabhängig Informationen über unser Archivgut abzurufen, sind bereits über 1 Million Datensätze online zugänglich. Diese können nach verschiedensten Kriterien durchsucht und mithilfe von Suchoperatoren gefiltert werden. In diesem Video erklären wir, wie Sie in unserem Online-Findmittel mithilfe der Archivplansuche selbst recherchieren können. Diese ermöglicht Ihnen das Navigieren in der hierarchischen Baumstruktur des Archivs, vom übergeordneten Bestand bis zum einzelnen Dokument, soweit es erfasst ist. Stellen Sie sich als Beispiel vor, Ihr Groß- oder Urgroßvater Ernst Friese war bei der Polizei in Hamburg beschäftigt und Sie sind nun auf der Suche nach seiner Personalakte. Zu Beginn Ihrer Recherche wissen Sie nur, dass er am 12.04.1883 geboren ist und bei der Kriminalpolizei tätig war. Seine beiden weiteren Vornamen Heinrich Paul sind Ihnen ebenfalls bekannt. Um die Baumstruktur des Archivplans zu entfalten, klicken Sie zunächst auf das kleine Plus neben Staatsarchiv Hamburg. Es öffnet sich die Tektonik mit den 7 Hauptgruppen. Da Sie auf der Suche nach einer Akte aus den Polizeibeständen sind, ist die Gruppe 3 Fachverwaltung auszuwählen. Sie klicken also wieder auf das kleine Plus-Symbol. Nun erkennen Sie relativ schnell den Gliederungspunkt 3.3 Polizeiverwaltung, der, wenn Sie ihn aufklicken, in 3 weitere Gliederungspunkte unterteilt ist. Sie wählen 3.3.1 Allgemeine Polizeiverwaltung aus und es werden Ihnen die Polizeibestände angezeigt. Der Bestand 3.3.1-8 Polizeiverwaltung Personalakten scheint am vielversprechendsten für Ihre Recherche zu sein, deshalb öffnen Sie diesen. Sie können auch zunächst mit einem Doppelklick auf den Bestandsnamen den übergeordneten Datensatz öffnen, wenn Sie zunächst einige allgemeine Informationen zum Bestand erfahren möchten, wie zum Beispiel die Geschichte des Bestandsbildners oder die genaue Untergliederung. Wenn Sie wieder zurück zur Baumansicht möchten, klicken Sie einfach links in der Leiste auf Im Archivplan lokalisieren und Sie gelangen zurück zur vorigen Ansicht. Wenn Sie nun den Baum weiter aufklicken, wird Ihnen die Klassifikation des Bestandes angezeigt. Hier in diesem konkreten Fall ist diese alphabetisch, was bei Personalakten ein relativ schnelles Auffinden ermöglicht. Andere Bestände können aber auch chronologisch oder nach ganz anderen sachthematischen Aspekten untergliedert sein. Da Sie nach Ernst Friese suchen, öffnen Sie den Klassifikationspunkt F, anschließend FR. Nun werden Ihnen sämtliche überlieferten und frei zugänglichen Personalakten der Polizei Hamburg mit den Anfangsbuchstaben FR angezeigt. Da es vorkommen kann, dass einzelne Akten aufgrund personenbezogener Daten eventuell noch lebender Personen Schutzfristen nach dem hamburgischen Archivgesetz unterliegen, lohnt sich oft eine schriftliche Anfrage beim Staatsarchiv, sollte die von Ihnen gesuchte Akte nicht in dem Online-Findmittel angezeigt werden. Es könnte nämlich sein, dass diese für die reguläre Nutzung noch nicht freigeschaltet und daher auch noch nicht sichtbar ist. Glücklicherweise ist die Personalakte von Ernst Friese online verfügbar. Es ist gleich die dritte von oben. Sie können auch gleich erkennen, dass die beiden Zweitnamen mit denen der gesuchten Person übereinstimmen. Mit einem Doppelklick öffnen Sie den Datensatz. Wie Sie nun sehen können, ist diese Akte tatsächlich zu der gesuchten Person angelegt worden. Name, Geburtsdatum und Dienststelle stimmen überein. Zudem können Sie dem Datensatz bereits einige weitere Informationen entnehmen. Sie erfahren, dass Ernst Friese Polizeirevierchef war und von 1907 bis 1937 bei der Schutzpolizei Altona tätig war. Die Laufzeit von 1907 bis 1946 bzw. 1966 gibt an, aus welchem Zeitraum die in der Akte befindlichen Schriftstücke stammen. Auch die genaue Lokalisierung der Akte im Aktenbaum wird am oberen Bildrand nochmal angezeigt. Auch ist ersichtlich, dass die Schutzfrist für diese Akte bereits abgelaufen ist. Das heißt, Sie können die Akte bei uns im Lesesaal einsehen. Die für die Bestellung notwendigen Angaben wie die Bestellsignatur finden Sie ebenfalls hier. Diese ist die 331-8-241, die Sie in die Online-Bestellformulare eintragen können. Diese finden Sie auf unserer Webseite. Eine kurze Anleitung zur Online-Bestellung befindet sich ebenfalls dort. Alternativ können Sie sich auch das Tutorial Bestellung von Archivgut anschauen. Wie Sie denselben Datensatz mit der Volltextsuche oder Feldsuche gefunden hätten, zeigen Ihnen die Tutorials Volltextsuche im Online-Findmittel bzw. Feldsuche im Online-Findmittel.